Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Keine Macht den Drogen, so lautete die plakative Parole, welche in den 90er Jahren durch die Bundesregierung ausgegeben wurde und noch heute durch den gleichnamigen Verein weiter verbreitet wird. Dass es die Regierungen dieser Welt mit dieser Aussage nicht immer so genau nehmen, habe ich ja bereits im Video Kampf den Drogen nur gelogen M-Files 18 beleuchtet. Hier ging es in der Hauptsache darum, dass sich die CIA das Kapital für inoffizielle Operationen mit Hilfe von Drogenhandel beschafft, indem man sich selbst in die Rolle des Dealers begibt. Wenn ihr daran interessiert seid, das Video findet ihr bei den Quellen als auch in der Infocard verlinkt. Einem Impuls folgend, wie bei meinen meisten Machwerken, will ich mit euch nun der Frage nachgehen, inwieweit Drogen oder ähnliche Substanzen bei Militäranwendung fanden oder bis heute finden. Denn die Drogen sind ebenso wie das Leid anscheinend untrennbar mit der Geißel des Krieges verflochten. Dass dieses finstere Kapitel im Buch der Kriege immer wieder aufgeschlagen wird, zeigt unter anderem das Beispiel Pervertin, die German Wunderpille. An der sogenannten Panzerschokolade kommt man bei diesem Thema nicht vorbei. 1938 brachten die Berliner Temmler-Werke Pervertin auf den Markt. Dieses Wachhaltemittel, denn so war es auf der Verpackung angegeben, wurde zuerst an Studenten getestet. Als diese dann trotz Übermüdung hervorragende Leistung erbrachten, war das Amphetamin marktreif. Bevor die militärischen Möglichkeiten dieses freiverkäuflichen Mittels in den Vordergrund rückten, fand Pervertin in der sprichwörtlich breiten Bevölkerung zunächst begeisterte Konsumenten. Nicht nur Sekretärinnen, Schauspieler, Arbeiter, Möbelpacker, Feuerwehrleute, Hausfrauen, Friseure, Lokomotivführer oder Schriftsteller hatten sich mit diesem Methamphetamin berauscht. So gab es beispielsweise Pralinen der Firma Hildebrand, die mit einem guten Schuss Pervertin versetzt waren. So ließ sich das bisschen Haushalt doch gleich viel einfacher erledigen. Das Lächeln dieser Dame hier spricht für sich. Nachdem Pervertin ein solch vermeintlich positives Echo in der Bevölkerung fand, dauerte es nicht lange, bis die Wehrmacht diesen Stoff für den militärischen Einsatz fokussierte. Die Wirkungen dieses Crystal Meth-Vorläufers sind unter anderem Unterdrückung der Müdigkeit ebenso wie die des Hungergefühles und das Schmerzempfinden wird herabgesetzt. Mit dem Konsum geht auch eine Steigerung des Selbstbewusstseins, ein Gefühl von Stärke sowie ein verändertes Zeitempfinden einher. Also der feuchte Traum vieler Militärs und vermeintlich mit ein Grund für den anfänglichen Erfolg des Blitzkrieges. Die Medaille hat allerdings wie so oft zwei Seiten. Die negativen Folgen waren unter anderem Schwindelanfälle, Schweißausbrüche, Wahnvorstellungen und Depressionen sowie Herzversagen. Auch brachten sich einige Soldaten selbst um oder streckten ihre Kameraden nieder. Schließlich wurde für die Zivilbevölkerung eine Rezeptpflicht erlassen, die Truppen waren weiterhin voll drauf. Ich würde Methamphetamin als moderne Plage einstufen, aber wie heißt es so schön, der Zweck heiligt die Mittel. Die unheilige Verbindung von Krieg und Drogen bestand jedoch auch nach dem Dritten Reich weiter und nahm viel früher ihren Anfang. Denn auch die Feldherren früherer Zeiten wussten sich die auf Rauschmittel basierende Steigerung der Kampfkraft zunutze zu machen. Bleiben wir bei den Germanen, besser gesagt bei den Wikingern. Einige Elitekämpfer unter ihnen, die Berserker, wurden dafür bekannt, dass sie die wildesten und furchtlosesten Kämpfer gewesen sein sollen. Mithilfe von Fliegenpilzen, die sie vor dem Kampf zu sich nahmen, versetzten sie sich in einen regelrechten Blutrausch. Die Wirkung nahm allerdings etwas Zeit in Anspruch. Wie sehr die Gegner wohl überrascht gewesen sein müssen, als bei ihnen die Kräfte schwinden bzw. schwanden und die Berserker dann erst richtig in die Schlacht fanden und erbarmungslos wüteten. Die alten Römer kannten und fürchteten diesen Umstand. Die erbarmungslosen Berserker nahmen hierbei keine Rücksicht, immerhin waren es Gotteskrieger, die sich ihrem Kriegsgott Odin geweiht hatten. Für mich wieder ein schönes Beispiel, dass sich die Geschichte immer auf die ein oder andere Weise wiederholt. Die Inder und die Türken sind ein weiteres Beispiel für die frühe Verwendung von Drogen, um sich einen Vorteil im Kampf zu verschaffen.
Ich konnte eine Quelle ausfindig machen. Hier wird davon berichtet, dass im 13. Jahrhundert bis zu 4,5 Kilogramm Opium zum Sold der indischen Soldaten gehört haben sollen. Auch die Türken waren sich im 16. Jahrhundert der strategischen Wirkung von Opium bewusst. Sie kochten das sogenannte Heldenwasser. Dieses verlieh den Kriegern dann Mut und Wachheit. Und auch sie beriefen sich damals wie heute darauf, Gottes Krieger zu sein. Aus meiner bescheidenen Sicht kann man also auch das Hineinsteigern in eine Ideologie als Droge begreifen, da diese ebenso wie diverse Substanzen die Menschen in einen Rausch versetzen kann. Zusammen fühlt man sich ja bekanntlich immer stärker. Wie ihr sicherlich bereits vermutet, endete der kriegerische Drogenmissbrauch nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein weiteres Beispiel für den Massengebrauch von Drogen ist der Vietnamkrieg. Der Vietnamkrieg wird heute auch als erster pharmakologischer Krieg bezeichnet. Dies kommt nicht von ungefähr. Der Gebrauch von Drogen in diesem Konflikt stellte alles vorher Dagewesene in den Schatten. So bezeichnete der britische Philosoph Nigel Land diesen Krieg als einen entscheidenden Schnittpunkt zwischen Pharmatologie und der Technologie der Gewalt. PEP-Pillen, die eigentlich für Aufklärer gedacht waren, welche lange Einsätze zu bewältigen hatten, wurden wie Süßigkeiten verteilt. Hierbei wurde die maximale Dosierung der Amphetaminpillen großzügig überschritten. Einem Bericht nach wurden zwischen 1966 und 1969 225 Millionen Pillen verabreicht bzw. konsumiert. Besonders strapazierte Truppen sollen auch Steroidinjektionen bekommen haben. Gegen Ende des Krieges galten 5,2% der GIs als schwerstabhängig, mit allen negativen Folgen, die damit einhergehen. Die Dunkelziffer lässt sich nicht benennen. Um die seelischen Leiden der Truppen zu begrenzen, wurde auch vor dem Gebrauch von Psychopharmaka nicht zurückgeschreckt. Kurzzeitig freute man sich dann über einen Rückgang der posttraumatischen Belastungsstörung. Allerdings war diese Freude nur von kurzer Dauer. Die Psychopharmaka sorgten nur dafür, dass diese Ausbrüche länger auf sich warten ließen und im Endeffekt wesentlich härter waren und intensiver als sie jemals zuvor. Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 400.000 und 1,5 Millionen Soldaten aus Vietnam die posttraumatische Belastungsstörung mit nach Hause brachten. Wenn man nun noch weiß, dass es im Vietnamkrieg keine wirklichen Sieger gab, hat das sich ja wirklich gelohnt. Doch auch wenn der Drogenmissbrauch zumindest nicht von offizieller Stelle angeordnet oder geduldet wird, gibt es massive Probleme. So titelte die Welt in einem Beitrag vom 22.08.2007 beispielsweise: Amerikas Kämpfer kehren als Junkies zurück. 2007 kamen über 90% der Heroinproduktion aus Afghanistan. Das macht das Pülverchen günstig. So geht man davon aus, dass die Zahl der süchtigen Soldaten noch weit höher ist als die im Vietnamkonflikt. Von offizieller Stelle heißt es allerdings, es seien nur wenig Fälle bekannt. Ein Grund hierfür scheint die Langeweile zu sein. Heroin bietet einen günstigen Weg, sich einen Urlaub von der tristen Realität im Einsatz zu gönnen. Die meiste Zeit verbringen die Soldaten damit, auf Missionen zu warten. Dies kann nach Monaten in der Fremde eine echte Belastung werden. Die Qualität und Reinheit des Stoffs ist hierbei ein weiterer Faktor für die massive Verbreitung unter den Soldaten. Doch auch hier gibt es wieder Fälle, wo die Wachmacher zur Standardausrüstung der Einsatzkräfte gehören, beispielsweise bei den Kampfpiloten. Im Rausch ist es bereits dazu gekommen, dass Piloten das Feuer auf verbündete Truppen eröffnet haben. So eröffneten zwei Flieger unter Drogeneinfluss das Feuer auf vier kanadische Soldaten und beförderten diese somit ins Jenseits. Die Piloten wurden angeklagt, ihnen drohten pro Kopf bis zu 65 Jahre Haft. Ihre Anwälte hingegen argumentierten, dass die Amphetamine ihre Urteilsfähigkeit beeinträchtigt hätten. Das Verfahren gegen die beiden Piloten wurde eingestellt. Das Gericht fand die Argumentation der Anwälte nachvollziehbar. Lassen wir doch einige betroffene Soldaten auszugsweise selbst zu Wort kommen. Die Ausschnitte stammen aus der Dokumentation Das schmutzige Geheimnis US-Kampfpiloten unter Drogen. Der Gebrauch von Aufputschmitteln ist das schmutzige Geheimnis des amerikanischen Militärs. You killed people under the influence of drugs. Yes.
drugs given to you by the military? Yes. And I just couldn't stay awake. And I tried and I just couldn't. And so I took one to try to wake up. And whenever it didn't, and about 30 seconds later, whenever I didn't feel it was working, I took another one. And boy, then I was wired for about the next 15 hours. Die Staaten, also in dem Fall die USA, wissen genau, was sie tun. Diese Stoffe werden als Tactical Management Tools, also als Werkzeuge für die taktische Organisation, bezeichnet. In einem medizinischen Handout hierzu heißt es, der Gebrauch von GoPills ist durch das Einsatzprogramm des HQPECRF Headquarters geregelt. Hier werden die Abgabemengen, die Befehlskette als auch der Beipackzettel hinterlegt, denn man will ja wissen, welche Risiken sich ergeben. Also Missbrauch streng nach Vorschrift. Es scheint sich einmal mehr zu bewahrheiten. Im Krieg und in der Liebe sind alle Mittel recht. Mittel dürft ihr in dem Fall wörtlich nehmen. Dass Menschen wirklich keine Grenzen kennen, wenn es darum geht, sich Leid anzutun, steht außer Frage, denke ich. Eine Frage drängt sich mir in diesem Zusammenhang gerade auf. Denkt denn niemand an die Kinder? Doch, einige Warlords haben die Kleinsten sehr wohl im Blick. Dieser adrett gekleidete Herr ist Bosco Nantanga, ein Warlord aus dem Kongo, der sich momentan vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten darf. Er soll direkt in die Rekrutierung tausender Kindersoldaten verwickelt sein. Diese wurden dann mit Alkohol und Drogen gefügig gemacht. Auch Mord, Vergewaltigung, sexuelle Ausbeutung hatte er als Mittel zur Kriegsführung in seinem Repertoire. Der Terminator, so sein Spitzname, ergab sich dann 2013 selbst und bat in der US-Botschaft in Kigali darum, angeklagt zu werden. Bei dem Konflikt im Kongo, der 1999 seinen Anfang nahm, hat man mehr als 60.000 Opfer zu beklagen. Viele von ihnen wurden auch von Kindern im Drogenrausch niedergestreckt. So viel zu meinem kleinen Bericht zum Thema Drogen und deren militärische Anwendung. Findet ihr es aus einem strategischen Standpunkt heraus vertretbar, wenn sich die Militärs dieser Welt das vermeintliche Potenzial der leistungssteigernden Substanzen zunutze machen? Oder übersehen sie dabei zu gerne die negativen Folgen, die sich meist erst lange nach dem ausgetragenen Konflikt zeigen? Eine Frage, die ich gerne mit euch diskutieren mag: Wenn es eine akzeptierte Droge wie Soma in Brave New World geben würde, welche Spannungen und Gefühlsschwankungen in der Gesellschaft begrenzen würde, aber eben auch die Stimmung hebt, wäre die Welt dann nicht vielleicht sogar besser dran? Oder würden wir uns dann nur noch mehr belügen als ohnehin schon? Ich freue mich, mit euch ins Gespräch zu kommen. Alle Quellen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, lasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Dislike zurück, und falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denn ihr wisst ja, für euch ein kleiner Klick, für mich ein großer Schritt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.